kämpfen die beiden, hier Oskar Morawski, mächtig, mächtigst, um hier diese passende Weite zu bekommen. Oskar Morawski hier mit Continuo, diesem 12-jährigen Contendro Godeharzen von der Familie Fitschen. Nichts passiert, ganz ruhig. dieser obere Kasten, der ist, hat sich ein klein wenig bewegt, ist liegen geblieben, ist nicht rausgefallen. Und damit Oskar Morawski ist nicht nur strafpunktfrei, sondern das Weitere, was ganz entscheidend ist, in einer Topzeit. Eine ganze Runde noch schneller als Jan-Pierre Vomberger, eine Runde schneller als Thomas Kleis. Und Oskar Morawski freut sich wahrscheinlich ganz genauso wie Familie Fitschen. Einer, der kann sich hier nicht mit freuen. Der ist nämlich heute in Dänemark bei den dänischen Meisterschaften. Da muss er nämlich auch noch hin. Den hätten Sie unter allen Jubelnden jetzt nämlich herausgehört. Das ist derjenige, der Oskar natürlich auch der hilft beim Trainieren, nämlich Tjaak Nagel. Das nenne ich mal eine richtige.